in Stuttgart angekommen. Ja, ganz knappe Geschichte. Alter! Tschüss, Digga, wie geil! Jo, Leute, willkommen zu diesem besonderen Tag. Weil heute filmen wir Full Send in Stuttgart. Wir fahren jetzt gleich zum Bahnhof in Reutlingen und dann fahren wir nach Stuttgart. Gucken wir, was wir so finden. Wir wollen auf jeden Fall zu diesem Triple Gap. Wir sind jetzt am Bahnhof und in 10 Minuten kommt unser Zug. So Leute, wir sind jetzt endlich in Stuttgart angekommen. Es ist mega voll. Mit dem Zug sind wir hingefahren. So Leute, wir sind einfach beim Triple Gap. Gehen wir jetzt da oben. Jetzt werden wir erstmal das da getten und dann den Triple von Lukas Knopf. Der war ja noch ein Case, der Herr. Alter! Tschüss, Digga, wie geil! Okay, mal sehen, ob Max durchzieht. Yo! Geil! Max macht jetzt auch den zweiten. Guck mal, ob du einen Platten hast! Zum Glück! Nee, ich hab grad schon kurz gedacht. Ja, ganz knappe Geschichte. Ja. Junges. Ja, Junge. Du vergisst reinzutreten. Also der Triple Gap ist halt schon sehr schwer, aber hauptsächlich wegen der Geschwindigkeit. Und jetzt fahren wir zu irgendeinem Skatepark. Also wir sind jetzt im Skatepark angekommen. Okay. Da, Clemens. Wow. How can I love when I've been hurt 100 times? Did you been giving one more chance? Wir sind vom Skatepark wieder gegangen. Wir wollen jetzt nämlich Bus fahren zum Killesberg, weil der ist halt 5 Kilometer entfernt und wir haben halt keinen Bock, so weit zu fahren. Da sind so viele geile Treppen. Ey, so ein Busfahrer, der hat uns einfach nicht reingelassen, obwohl man eigentlich mit Fahrrad Bus fahren darf. Weil in Indien haben wir das halt auch immer gemacht. Da hinten ist einfach Monte. Nee. Nein, ist er nicht. Also wir gehen doch nicht mehr zum Killesberg, sondern wir gehen jetzt, keine Ahnung, wir tun uns irgendwelche Spots hier in der Nähe suchen, weil wir einfach keine Lust mehr haben, irgendwie das da. Irgendwo da auch in die Pampa sieht man das. Ja, aber das geht noch viel weiter als da. So, wir sind beim nächsten Spot. Nämlich hier Anlauf nehmen und dann da gappen. Also wir sind jetzt im Zug, weil wir hatten halt keinen Bock mehr, es war zu heiß und wir hatten einfach keine Lust mehr, jetzt einfach weiter zu filmen und so. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Ich sehe so dumm aus, weil es da so verzerrt ist.
Ja, Leute, wir sind gerade aus dem Zug ausgestiegen und wir sind jetzt wieder in Reutlingen. Ja, jetzt gehen wir nach Hause. Direkt vor Fabio Wippmers Haustür. Diese Kirche, die waren bei Wippmers Law dabei. Da ist Fabio Wippmer auch mal hochgesprungen, da runter.